wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Video. Wir spielen heute Evil Crow, ein weiteres pixeliges Horrorabenteuer. Und ich glaube, es geht irgendwie um diese tolle Vogelscheuche, die da im Hintergrund steht, die in diesem tollen satanistischen Pentagramm da unten so. Sieht vielversprechend aus. Ich bin gespannt. Let's go. Starten direkt rein hier. Hallo? Oh, ich kann dieses Auto nicht weiterfahren. Vielleicht finde ich irgendwo eine Assistenz. Vielleicht finde ich Hilfe irgendwo weiter unten an der Straße oder so. Also, wir haben hier, pass auf, Crash oder Panne, hier Motorschaden. Und ich möchte anmerken, dass unser Auto irgendwie zwei Köpfe kleiner ist als ich. Also entweder sind wir riesig oder das Auto ist einfach winzig, winzig, klitzeklein. Drauf geschissen, wir gehen jetzt erstmal weiter. Uns wurde ja gesagt, wir sollen hier weiterlatschen. Wir sollen weiterlatschen. Wir gucken mal. Hier. No exit. No exit. Honestly, ich wüsste jetzt nicht, was schief geht, wenn ich einfach da reinlaufe, wo man offensichtlich nicht reinlaufen soll, ne? Können wir sprinten? Wir können auch sprinten. Oh, wir sind sogar ziemlich schnell. So, aber egal. Wir gehen erstmal weiter und kommen auf ein Farmhaus hier zu. Es scheint eine große Scheune zu sein. Mit anliegendem Gatter hier vorne, einem eingezäunten Grundstück und einer zugenagelten Tür mit Brettern. Das ist nicht besonders vertrauenerweckend. Interact! Ich brauche ein Werkzeug, um diese Holzbarrikade wegzukriegen. Ich sehe mich um die Scheune herum um. Vielleicht ist da irgendwas, was ich finden kann. Alles klar, umgucken. Toll. Natürlich muss hier Blut auf dem Boden sein. Was könnte vertrauenerweckender sein als fucking Blut auf dem Boden? Und wir gucken natürlich weiter, was hier so ist. Ah, oh, eine Axt. Da wurde richtig klug an einer Ich hebe die Axt auf Animation gespart durch einen gut gekonnten Übergang durch eine schwarze Abblende. Okay, weiter am Text. Wir haben jetzt die Axt und ich vermute mal, dass wir mit dieser Axt, mit dieser Holzfäller-Axt hier vorne, das Holz wegmachen können. Ede, mine, mei. Fick dich, Holz! Die haben sehr klug an Animationen gespart. Muss man ihn lassen. Unlock! Hallo, ich bin zu Hause! Wer ist denn hier so? Was ist das denn? Hat da einer hier Innendekoration hier so hingeklatscht? Hier, guck mal, war da die Tine Wittler? Ist Tine Wittler einem Kult beigetreten? Was habe ich verpasst? Okay, was haben wir noch? Einen winzigen Mini-Traktor. Kann ich den fahren? Der Traktor, der kann von dieser Falltüre weggeschiftet werden, weggeschoben. Alles klar. Ich brauche aber hier Benzin. Damit der fährt. Okay, Benzin. Wo finde ich Benzin? Was ist das hier? Einfach nur eine Kerze. Nee. Doch? Nee, ein Schlüssel lag da drauf. Ah, ey, ich schwöre bei Gott, den hätte ich übersehen. Aber wir haben jetzt einen Schlüssel. Hier ist... Ja, ich glaube, da ist die besagte Vogelscheuche, um die es in diesem Spiel geht. Fun, fun, fun. Was ist das hier? Eine Staffelei oder so. Ein Moodboard, wie man heutzutage sagt. Ja, alles klar. Ich habe einen Schlüssel. Ist das der Schlüssel zum Traktor? Ah, warte mal. Das ist hier, das ist der Schlüssel zu dem Tor hier vorne. Das ist der Schlüssel. So, rein da. So nämlich. Ja, das Tor zur Hölle hat sich aufgetan. Heidewitzka, toll. So, hallo. Ah, ja. Hallo, Namensgeber des Spiels. Böse Vogelscheuche bei satanistischem Ritual. Wie geht es dir heute an diesem wunderschönen Tag? Danke, gut. Abonnier Area Adams auf YouTube. Die Vogelscheuche steht in einem alten Pentagramm. Ein stiller Bewacher und Gefangener, gebunden bei einem teuflischen Ritual. Ja, ey, sucks to be you, ne? Wenn ich du wäre, dann wäre ich doch lieber ich, ne? Also, hier ist nochmal schön Blut verteilt. Das ist immer vertrauenerweckend. Kann ich da rein? Hi! Vogelscheuche ist noch da. Das ist gut. Noch ist die Vogelscheuche da. Alles da. Wir nehmen uns hier... Warte mal, ist hier noch irgendwas? Hier ist nichts, aber hier ist der Benzinkanister. Den gönnen wir uns sowas von. Und ich wette meinen Arsch darauf, dass die Vogelscheuche jetzt weg ist. Ich
darf meinen Arsch behalten. Oh, ich darf meinen Arsch behalten. Da ist zugegebenermaßen nicht viel, was ich behalten darf, aber das bisschen, was ich habe, da bin ich stolz drauf, ja? Okay, alles klar. Ja. Nee. Warum muss denn jetzt der Blitz einschlagen? Nee. Ach komm, das hat sich doch jetzt hier, wer hat sich das denn ausgedacht? Das ist doch scheiße. Jetzt ausgerechnet, wenn ich hier, und ich wette, die kommt uns jetzt hier noch komplett entgegengerannt. Ich verwette, jetzt verwette ich nochmal meinen Arsch drauf. Der kommt uns bestimmt hier mitten entgegen, ja? Der kleine Natürlich ist er genau in der Scheune, in die wir jetzt rein wollen. Ist doch irgendwo klar, oder? Kann ich nicht rein? Doch, kann ich. Der ist doch jetzt irgendwo da oben hier. Komm, baller da den Sprit rein und mach dich aus dem Staub. Komm, sei vernünftig. Sei vernünftig. Open. Rein da. Und Abfahrt. Oh, das ist auch nicht schön hier. Das ist auch nicht schön. Oh, man sieht auch sehr wenig. Da kommen doch mit Sicherheit 3000 Jumpscares aus der Dunkelheit. Das finde ich nicht gut. Warum gibt es denn auch hier mitten im Nichts so ein krasses Minensystem? Warum gehen wir denn in das Minensystem überhaupt rein? Wir wollten doch nur Hilfe finden, weil unser Auto im Arsch ist. Ihr miesen Fix. So, was ist jetzt hier? Komm, dann muss ich doch irgendwie lohnen für mich. Was ist das? Ja, Flashlampe wollte ich gerade sagen. Taschenlampe! Herrgott, nur eins. Licht an. Bringt nicht viel, ne? Ist so eine kleine Kackfunzel. Naja, toll. Besser als nichts, I guess. Die gröbsten Schatten kann's wohl wegmachen. Toll. Oh ja. Ja, toll. Noch Balanceakte hier. Ich wusste nicht, dass ich mich für den fucking Cirque du Soleil angemeldet habe hier. Was ist denn, wenn ich Gleichgewichtsprobleme hätte? Hallo, ist hier noch irgendwer? Bin ich hier alleine? Diese Höhle, also die sieht so menschgemacht aus. Die ist so seltsam eckig. Okay, pass auf. Da ist ein Gatter, da ist eine Spitzhacke. Ich calle, wir nehmen jetzt die Spitzhacke, dann geht das Gatter auf und dann werden wir von der fucking Vogelscheuche verfolgt. Doch sieht man nichts, aber ich wette, die kommt da jetzt raus. Komm. Ja, war doch klar. War doch klar. Ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Weil ich so Sequenzen, wo man mir hinterher rennt, weil ich die so liebe, ne? Weil ich da so ruhig bleibe. Ich als gesittetste aller Personen. Aber können wir kurz drüber reden, was für viel Skill das gerade war? Wie blitzschnell ich darüber geswischt bin? Und die scheiß Vogelscheuche, die mir hinterherkommt, die kam immer sowas von die Puppe schmatzen. Wir sind da durch. Aber Wiener 1, wo wir jetzt sind, keine Ahnung, in irgendeiner anderen Hütte. Ah! Das war richtig unnötig. Oh, das war richtig Ach komm, das ist doch scheiße. Oh, und der geht auch gar nicht mal so langsam. Komm, lass mich, geh weg, verschwinde. Oh, der ist auch so groß. Der ist auch so groß, ist der. Wo geh ich lang? Ich geh hier lang. Unsichtbare Mauer. Scheiße. Ich sehe einen Bus in der Entfernung. Ich habe Glück. Jetzt kann ich von diesem Ort entkommen. Ich traue dem Braten nicht. Ich sage es dir, wie es ist. Ich verwette zum dritten Mal in diesem Video meinen Arsch, dass jetzt die Vogelscheuche in dem Bus auf uns wartet. Hallo. Hello there! Wir fahren gleich los. Bitte nehmen Sie Platz. Ich trau dem nicht. Ich bin nicht alleine. Irgendjemand steigt noch in den Bus. Nee. Ach komm! Ach komm! Das hätte doch jetzt nicht sein müssen. Ja! Ja, dann mach doch, was du willst! Ja, wie sie end! Thanks for playing deine Mutter! Das ist so unfair! Ich hatte ja gar keine Chance, jetzt hier zu überleben! Ich bin ja einfach am Arsch! Nee! Das finde ich frech. Ich hätte wenigstens gerne die Chance gehabt, jetzt hier noch irgendwas zu machen. Ja gut. War es trotzdem unterhaltsam? Ja. War es schon wieder ein bisschen kurz? Ja. Ich muss mir mal wieder Spiele raussuchen, die ein kleines bisschen länger sind. Aber nichtsdestotrotz, ihr kleinen Mäuse, hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht. Hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein und genießt diese wunderschönen Horrorerfahrungen weiterhin mit mir. Haut doch gerne mal in die Kommentare, was ihr noch so von mir sehen möchtet. Ob ihr irgendwelche Spiele habt, die vielleicht nicht direkt Horror sind, die ihr auch genießen würdet. Ich möchte mir alle Optionen offen halten. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Hauen Sie rein. Auf Wiedersehen!